Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes, einer neuen Folge. Anno 1800, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, das hier wird unsere neue neue Produktionsinsel für Schoki und für Kautschuk. Das will ich auf jeden Fall hierher verlagern. Deswegen müssen wir aber erstmal anfangen zu bauen und das machen wir nach dem Intro. So, dazu als allererstes noch ein bisschen Personal. Ich hoffe, die Dings kommt relativ zügig hier an. So, das brauchen wir natürlich auch alles. Kann ich sogar bauen. So, wir brauchen wie gesagt dazu erstmal Personal. 250 haben wir hier. Klappt hier schon mal zumindest, damit das vorproduziert wird. Ich hoffe, die anderen Waren kommen auch relativ zügig an. Guck mal, da kommt das erste Boot. Mit Rum. Ach, super. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. So, komm, wir bauen erstmal weiter. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ein Dorf, Kleinstadt, was auch immer. Guck mal, ob das genau geht. Jawohl, ja, perfekt gerechnet. Genügend Einwohner hier. Das ist das größte Problem, was wir immer so haben. Ich überlege gerade, ob ich die aber nicht runtersetze. Bestimmt egal, mal hier so lang. Zack. Passt ja. So, keine Holz mehr. Na gut, dann lassen wir das hier erstmal so ein bisschen reinlaufen. Hier ist kein Platz mehr. Ponchos läuft super. Müssen wir hier noch ein bisschen mit den Hüten gucken. Geht eigentlich auch noch, aber eine Überproduktion wäre natürlich nicht verkehrt. Wie sieht es denn aus mit Stoffen dafür? Könnte man noch einiges draufsetzen. Wie gesagt, das Kautschuk verschwindet hier sowieso. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich muss gerade überlegen, hier kriege ich wahrscheinlich keinen hin, ne? Nee, muss ich schnell mal wieder verbinden, so. Machen wir das mal so. Stoffe kommen auch noch mehr dazu. Ja, ich muss ja hier irgendwie mal anfangen. Genau das gleiche. Ich will ja auch Tabak. Nee, was brauche ich denn? Hier. Was wollt ihr mal haben? Tortillas, Entschuldigung. Rindfleisch. Und Mais. Jetzt will ich jetzt so ein bisschen auf die Insel auch noch mit. Nee, auf die hier packen. Ja, hier muss ich ja auch hin. Die Kautschukfabriken. Könnte man vielleicht hier oben ansetzen. Ich lasse mir diese mal so ein bisschen frei. Es mangelt an Arbeitskraft. Keine Angst, die kommt hoffentlich bald. Boah, jetzt geht hier alles im Bach runter wieder. Das ist halt das Problem, das kann ich so nicht stehen lassen. Da muss ich unbedingt mit Schiffen ran. Neue Welt. Ich brauche mehr Schiffe. Noch eins klappt gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal die eigene Welt unter Kontrolle, also die westliche Welt, südliche Welt, wie auch immer, unter Kontrolle kriegen. Bevor ich da mehr machen kann. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Der Rest hier läuft ja.
Das hier muss erstmal alles wieder passen. So, hier wollte ich jetzt hin, ne? Fangen wir an mit Mais am besten. Mit der Jute-Mais-Fabrik. Eins. Sieht so aus wie Tomatendinger. Ich weiß gar nicht, wie viel man da so braucht. Wir fangen einfach mal an. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ist nicht eigentlich ein Schiff auf der Expedition? Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Nur mal so, keine Ahnung, warum der nicht losgelegt hat. Schön hoch. Da geht eine Menge. Fällt ja von alleine kleiner. So. Zack. Ich liebe es. Ja, ich kann ruhig auch schnell lassen, weil ich muss erstmal hier die Gäste. Das ist die Gäste. Die Materialien herbekommen. Dann werde ich mir wahrscheinlich auch noch 2-3 Schiffe mehr mit einplanen müssen. Leer. Ich hoffe ja mal, das klappt, wenn das hier auch noch an dabei läuft. Es mangelt an Arbeitskraft. Dementsprechend anläuft, dass wir dann hier auf jeden Fall auch genügend haben. Es mangelt an Arbeitskraft. Dafür braucht man im Endeffekt erstmal nur Bauern. Also besser gesagt, so viele brauche ich wahrscheinlich für den Anfang sowieso nicht. Es muss nur erstmal anlaufen. Ja, eine ganze Reihe hin. Ich glaube nicht. Naja, fast. Okay. Oh, ich könnte hier den nochmal wegnehmen. Ich baue mal hier nochmal so ein Konto hin. Den einen patsche ich mir da oben mit dran. Es ist ja Feierabend. So. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Und ich muss, wie gesagt, den Ölanschluss behalten, dass wir hier so rüberkommen. Das passt. Und da habe ich ja auch noch Platz. So, dann gucken wir mal weiter. Für die Maisfabrik wollen wir Rinder farmen. Die Frage ist, wie laufen die ab? Den setzen wir die einfach erstmal in die Mitte. 6 Felder. 6 ist aber eine doofe Zahl. Schiff vom Stapel gelaufen. Dass man so betrachten darf. Ich mal 6, ja, auf jeden Fall mit einem 2er rechnen. Der passt dann auch wieder nicht. Da muss man mal ein bisschen gucken. So,
So vielleicht. Ah, das sieht gut aus. Von mir aus freigegeben. Da ich eh keine Punkte habe, von mir aus auch. Pünktlich auf die Minute. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Was soll ich machen? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ich verstehe. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. Medizinische Hilfe, haben wir die hier? Es mangelt an Arbeitskraft. Perfekt. Ach Quatsch, wollte ich doch. Na doch, können wir auch. Direkt noch ein Boot rüberholen. Und du bringst mir direkt auch nochmal Fenster mit oder so. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mal hier zufällig ein paar Kanonen rumliegen. Nur die großen. Ah, ich finde die ganzen kleinen, habe ich da gar keine mehr. Aber hier kann ich mal mitnehmen. Druck im Kessel. Läuft. Fährst direkt mal hier hin. Spielstand gespeichert. So, haben wir noch die Boote. Ja, warte mal, das schicke ich mal rüber. Abbruch. Dazu holst du mir hier aber noch ein Item ab. So. Bereit zum Einsatz. Eingesetzt. Flachtkreuzer bereit. Was kannst du? Schokofabriken. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ziehen wir dich mal nochmal hierher. Kessel unter Dampf. Und ich lasse mal hier entladen. Okay. Wie sieht's aus mit Waren? Bretter kommen, ist klar. Fressen kommt, das kommt. Es läuft an. Wenn's José in den Kram passt, bin ich auch zufrieden. Erstmal muss Nur es ja anlaufen. Nur dank deiner Pflege konnten sich alle so schnell erholen. Arzt brauchen wir hier auf jeden Die Fall Epidemie auch. Wurde besiegt. So, 1000 Bauern. So, jetzt hätten wir die Möglichkeit, hier auch noch eine Handelsgemeinde zu setzen. Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. Aber scheiß erstmal drauf. So, müssen wir hier noch. Das reicht ja vorne hinten nicht. Ist ja klar. Ich weiß jetzt nur, wie weit wir hier rüberkommen. So.
Ja, jetzt wird's halt fisselig hier, ungelogen. Die Einwohner richtig also die Zahl hier richtig gut auszunutzen. Mal einfach mal den hier. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das freut mich zu hören. Ach du schon. Das ging aber flott. Dann fahren wir hier nicht dahin, sondern dahin. Kessel unter Dampf! So. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Verbrauch ist. Mal ein bisschen mehr ansetzen. Ist noch einer daneben? Stimmt. Als ob es abgemessen hätte. Ich probiere einfach mal gucken. Vielleicht können wir ja hier noch was hinsetzen. Optimale Ausnutzung ist es nicht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Komm schon. Hier? Müssen wir mal arbeiten. Okay, so, Tortillas. So, jetzt kommen natürlich noch die hier zum Einsatz. Ist da. Ich denke mal, das sind schon noch zu wenige. Ich muss schon recht schon mal eine Route einrichten. Eins, eine Handelsroute. Bap, 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 bap. Neue Welt. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich weiß gar nicht, wie man schreibt. Werde ich ja gleich sehen. Hier fehlt eine Insel. So. Die da. Auf der 4 wird's eingeladen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Tortil. Ein L vergessen. Und näher. Flammen wurden gelöscht. Ich brauche auf jeder Insel Material ohne Ende. So ist es ja nicht. So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Passt. Dran anhalten! Runter. Geht ja gar nicht. So. Darf ich mich leisten, Wackler. Mehr Druck im Kessel. Der Miese. Gut, kümmern wir uns gleich drum. Die Türen sind verschlossen und es ist Zeit, die Einnahmen zu zählen. 400. Ich fange jetzt an mit den Tortillas erstmal. Ohne die läuft ja eh nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Attraktivität ihrer Stadt sich verringert. So, wir müssen jetzt erstmal den Verbrauch so ein bisschen checken. Kein Holz. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Mais. Lager 6 ist klar, verfügbar. Ressourcen, Mais.
Kran anhalten! Du bist die Trümmel. Zip. Kisten unter Deck! Solltet relativ schnell alles haben. Kaffee muss ich jetzt noch hierher exportieren. Hüte kommen ja schon. Aber Kaffee. Wer macht hier den Kaffee? Du machst den Kaffee, ne? Der kommt von Lacoste. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, ist halt immer das Dumme. Du musst halt immer wieder die Routen überarbeiten, sobald du eine neue Insel bebaust. Entladen, entladen, entladen. So. Du bist die neue Weltroute. Die haben jetzt alle wieder andere Namen. 14. Das war ein weißes Schiff. Kran anhalten! Stimmt, ich kann jetzt hier schon mal... Stromling wollte ich schon sagen, dich hier wegen. Ist er dran vorbei? Nein, das wollte ich nämlich gerade nicht. Ziehen wir dich hier lang. Keine Punkte. Muss ich gucken. Dich will ich einfach hier runterziehen wahrscheinlich nur. Von mir aus. Mal hier aber auch den Abstand. Sollte aber passen. Perfekt. So, die Tapferkeit 2 kriegt jetzt die Kaffeeroute. Hier, eine Handvoll Blüten. Hier, ein kleines Dankeschön. Danke. Für dich. Und dann das nehme ich schon mal weg erstmal. Neue Welt. Bier und Nähzeug. Nur mal so, vielleicht klappt's ja. Delete. Du einer oben, noch einer oben, noch einer oben. Da passt der Front hinten nicht. Okay, das wird auf jeden Fall in da eingelagert. Passt. Fahren die immer eine Runde. Auslagern, auslagern. Auslagern, auslagern. Auslagern, auslagern.
So. Und Folge ist schon wieder rum. Meine Fresse, es geht viel zu schnell. Ich hoffe, wie gesagt, dass das mit den Tortillas jetzt klappt. Mit den Burritos, wie auch immer. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Gucken mal kurz reingucken. Ja, dass du nicht vorne hinten nicht passt. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Sieh an, der Idiot ist. Na, sieht das schon mal besser aus. Okay, komm. Wir machen Feierabend. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.